Sulamin hat euch nach Fasar eingeladen und so seid ihr nach etwas über 2 Jahren in die Mutter aller Städte gereist. Ihr solltet euch etwas vom Alltag erholen, denn nachdem ihr Rassasor besiegt habt, hat euch das Leben eingeholt. Statt Schwertern und Heiltränken habt ihr Windeln und Kinderbrei in euer Repertoire aufgenommen und so könnt ihr vielleicht in der alten Tage gedenken, als ihr noch umhergezogen seid und Straßenräuber besiegt habt. Fasar hat euch direkt klargemacht, dass es die Hölle und ein Paradies gleichzeitig ist. Drogen, Gift, Anschläge, Überfälle und Kämpfe brennen in den Gassen. So habt ihr nach den merkwürdigen Tempeln mit den falschen Götterbildern euch nun auf den Marktplatz verirrt. Dicht drängen sich Hütten an eine etliche Schritt hohe Mauer, hinter der sich das Anwesen eines der reichen Fasars verbirgt. Ein Straßenverkäufer preist lauthals seine Waren an. Schmutzige Straßenkinder strecken die Hände nach euch aus, betteln um Münzen oder etwas zu essen. Vor euch ist ein Karren stehen geblieben und versperrt nun ein Tor in der Mauer, das von 8 Bewaffneten geschützt wird. Vor dem Wagen steht eine alte Frau, die verzweifelt versucht, ihr Maultier zum Weitergehen zu bewegen. Gerade wird sie von einer Torwache angefahren. Beweg dich, Alte, oder ich helfe mit der Peitsche nach. Bei dir, nicht bei deinem Esel. Dann zieht eine Gestalt in einer schwarz-roten Kutte eure Aufmerksamkeit magisch an. Wir glauben, weil wir wissen und wollen, jeder von uns kann das Joch abschütteln, das die Götter den Sterblichen vor Äonen auferlegt haben. Marder hat es uns gezeigt, Borberat hat es uns gezeigt. Der unbedingte Wille zum Wissen ist das Schwert und das Wissen um die Erlangung des Wissens ist der Schlüssel. Ihr habt den Borberatianer vom Holzpodest gezogen. Was ihr nun mit ihm tut, obliegt euch. Wir schreiben den 2. Ingrim 1030 nach Bosperans Fall. Roland kniet gerade auf dem Rücken des niedergerissenen Borberadianers und fischt nach vermutlich seinem Gürtel oder so, um ihn irgendwie provisorisch zu verschnüren. Und murmelt nach, jetzt haben wir nicht geschafft. Blickt dann zu Rafim auf, der, ich glaube, mit ihm den Mann von seinem Podium gerissen hatte. Kannst du das glauben, Rafim? Mitten auf dem Platz, am helllichten Tag. Ja, ist eine spannende Stadt. Das ist schön. Das geht hier nur vor sich. Na komm, er reißt dann oder zieht dann den Prediger am Ärmel auf seine Beine. Den bringen wir direkt zum Tempel. Sulamin folgt Yalan und Rafim im wiegenden Gang einer großen Raubkatze und nimmt den Barbaradianer ins Visier. Was haben wir denn da? Einen Verrückten, der die Ohren der Gläubigen mit den Irrlehren des Sphärenschänders vergiftet. Oh, und dabei die Farben des Richters, der nur ein Streicher trägt. Ja, er macht seinen Mund auf, versucht zu sprechen, aber unter dem Pst von Boltax wird er ja, schreien, zetern, zweifeln. Ich glaube, ihm hat die Sprache verschlagen. Na komm, den kriegen wir schon noch zum Reden. Ach, der Platz da vorne! Sulamin, was passiert denn jetzt? Müssen wir ihn in den Chortempel bringen? Nun, ich denke, das wäre am einfachsten. Der Richter wird es sicher nicht gerne sehen, wenn sich Borberadianer nun als Mitglieder seiner Partei ausgeben. Ich bin dafür, wir geben ihn der Schwarzen Gilde. Tomegratirin hat bestimmt seine Freude an ihm. Nun, aber wenn er nicht einer Magiergilde angehört, was will denn die Spektabilität mit ihm? Wir waren doch sowieso gerade auf dem Weg zum Chaos-Tempel. Warum bringen wir ihn nicht einfach dahin? Warum müssen wir ihn wirklich mitschleppen? Ich meine... Was sollen wir sonst machen? Ihn laufen lassen? Soweit kommt's noch. Morgen steht er wieder hier, ich sag's dir. Also im Grunde ist jeder in dieser Stadt kackendreist. Sklaven! Das ist mir auch schon Sklaven. Hey, ihr da! Ihr seht aus wie jemand, der Sklaven für sein Feld braucht. Seid ihr ein Ritter? Gute Sklaven! Nicht interessiert. Sie können, was ich meine. Sie können sich mit Rindern auskennen. Sie können sich mit Pferden auskennen. Und sie bestellen den Acker für euch. Ja, du hast doch Pferde. 80 Dukaten, mein Herr. Nein, ich mag euch. 60 Dukaten, weil ihr zur Familie gehört. Nicht interessiert. Geh aus dem Weg. Jalan, was sagt der Mann denn? Ja, der bietet gerade Sklaven an. Jalan, 60 Dukaten ist ein Spottpreis. Töpfe zu kaufen, Töpfe. Aber Steine. Hey. Moment. Zwerg, willst du Edelsteine kaufen? Bitte? Edelsteine, direkt aus den Minen, blutig gefördert.
Entschuldigung, ich bin nicht so beflissen mit eurer Sprache. Wartet, ich habe gestern noch ein Buch gefunden. Ja, ich würde auf Ur-Tulamidia versuchen, dem Mann verständlich zu machen, dass ich kein Tulamidia spreche. Ich spreche eure Sprache wenig. Was gibt es Wichtiges zu erwerben? Er deutet auf das Schild, was hinter ihm hängt. Du siehst ja nur irgendwelche tulamidischen Zeichen und klopft nochmal gegen. Dann hält er dir wieder zwei, drei Edelsteine vor die Nase und er hält sie dann wieder vor seine eigene Nase und schnuppert mal so ein bisschen dran und hält sie dir dann wieder unter die Nase. Ich würde mal einen der Edelsteine nehmen, mal so gegens Licht halten. Dann würde ich auf den Borbradianer deuten. Tauschen? Der Händler schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf, guckt dann zu Jalan. Was will der? Ich weiß es nicht, was er spricht. Voltax, ich glaube, er versteht dich nicht. Ist ja wirklich sehr kompliziert. Was macht ihr mit dem Mann? Lasst ihn los, er hat bezahlt. Ist egal, was er bezahlt hat. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin der Marktaufseher, ihr habt bezahlt. Lasst ihn wenigstens auf seinen Podest stellen. Er hat noch eine halbe Stunde. Meint ihr, er hat dafür bezahlt, dass er hier predigen darf? Ja, sicher. Und das lasst ihr einfach zu? Gutes Gold von Xeran. Oh Gott, Rafim, den nehmen wir auch mit. Jalan, wenn ich am Ende den halben Markt hier wegtrage, dann haben wir nur Abend heute, aber nochmal eine Unterhaltung. Kasim! Hol Omar! Hol Arik! Oh, das wird noch ein interessanter Trip heute. Dass wir auch immer in solche Situationen geraten. Ja, auch nicht wieder. Kadi, habt ihr einen Moment? Ich spreche den Marktrichter mal an. Ja, schönste Blume. Und raune ihm halblaut zu. Sind hochgeschätzte Gäste des erhabenen Hablet Alfes hier Ben Cherek. Ihr solltet nachsichtig sein. Und, naja, ihr versteht. Rot und Schwarz. Das ist natürlich für den Chorgeweihten ein Affront. Was würde der Richter der neuen Streicher dazu sagen? Du kennst die Regeln. Er hat bezahlt. Ich kann nichts machen. Meine Hände sind gebunden. Ich habe Kinder, viele Kinder. Ich habe 5 Frauen. Was soll ich denen erzählen, wenn ich heute Abend ohne gutes Gold, ohne Mavleti nach Hause komme? Nun, vielleicht, wie wäre es mit dieser Münze? Na, zeig mal her. Ja, wie viel willst du ihm geben? Wie viel hat er denn bezahlt dafür, dass er predigen darf? Das müsste ich ja wissen. Nee, das weißt du nicht. Okay. Versuchen wir es mit dem Dukaten. Ah, das ist nicht einmal halb so viel, wie er mir geboten hat. Er gibt mir 10. Sagt er die Wahrheit? Er will handeln. Also, das ist natürlich jetzt tulamidisch, vor allem dann auch für Fasar normal. Natürlich möchte er mehr Geld haben und natürlich setzt er erstmal einen unverschämt höheren Preis an. Aber du gehst nicht davon aus, dass er jetzt 10 Dukaten oder 5 Dukaten bezahlt, dass er hier predigen darf. Ja, dann versuche ich ihn runterzuhandeln. Nun, wir wollen natürlich nicht, dass es eurer Familie schlechter geht. Aber so ein schäbiger Borbradianer, es scheint mir doch sehr unrealistisch, dass er euch so viele Dukaten gegeben haben soll. Er kommt direkt von Xeran, direkt aus Mendena, gutes Gold, blutiges Gold. Genauso wie diese Diamanten, die der Zwerg gerade kaufen wollte. Wo ist der Unterschied? Lasst ihn doch predigen, eine halbe Stunde noch, danach könnt ihr ihn wegschleppen. Ich gehe auf den Markt. So geduldig sind meine Gefährten nicht. Hier sind 5 Dukaten, nehmt sie oder lasst es. Ja, Effendi, ihr wisst doch, wie man mit mir reden muss. Jetzt kann ich meinen Frauen zumindest sagen, dass sie nicht hungern müssen. Keine weiteren Fragen. Macht mit ihm, was ihr wollt. Also, der Laden hier ist ziemlich bestechlich, muss ich sagen. Mir behagt es nicht sonderlich. Da wird den Mann jetzt auch noch dafür bezahlen, dass wir diesen. Ja, sieh mal, Alrik, sag deinen Schlägern, sie können wieder gehen. Sie sollen die Armbrüste runterleben. Und die Dolche weg. So ein Mengwiller ist viel zu teuer für diese Männer. Dass wir diesen Hund hier abschleppen müssen, aber ich schätze, es ist besser, als uns mit denen auch noch schlagen zu müssen. Moment, haben wir gerade diesen Mann gekauft?
Nein, der hat ihn nicht gekauft, Boltax. Aber ihr habt dem anderen Mann gerade Geld gegeben? Wofür? So wie ich das verstanden habe, und ich bin mir nicht ganz sicher, für seinen Lebensunterhalt. Ich nehme an, Abelmir hat ihn bestochen. Wir wollen, dass keine weiteren Streitigkeiten hier auftauchen. Ah, lasst mich am besten die Wogen glätten. Es ist schon geglättet. Oh, übrigens, Boltax. Wie lange hält ein Silenzium? 5 Minuten. 5 Minuten? Müsste es jetzt so langsam. Nun, also, Preußtempel war da lang, nicht wahr? Wartet. Ich. Schnipsmocken einen Händler so eine Münze zu und greift mir von seinem Stand mal so ein Tuch oder so und stopfe ihn in den Mund und binde ihn in seinen Mund zu dabei. Ja, 5 andere Händler stellen sich neben dir und bieten dir ihre Tücher an. Nein, eins reicht, danke. Die sind gar nicht so rau, die sind mehr aus Seide. Ich hoffe, ein schönes Halstuch. Ja, okay, kannst du machen. Boah, ja, dann. Ich drücke kurz auf ihm irgendwie den Barbarianer an der Hand, wenn ich mir das umbinde. Dann nehme ich ihn wieder so. Jetzt aber los, hm? Warte, ich bin doch gerade in diesem Gespräch mit diesem Edelsteinhändler hier. Ja, in dieser Sache, Boltax, der Marktkadi sagte etwas von wegen blutige Diamanten. Ich bin nicht sicher, wie diese gewonnen worden sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass, nun ja... Oh, okay. Dass euren Elementaren vielleicht nicht so gefallen könnte. Ja, ich verstehe schon. Wie kann es sein, dass ich meine Heimat keine 3 Wochen verlassen habe und schon wieder dieserlei Umtriebe hier mir vor die Füße fallen? Ich gucke ganz entgeistert auf den Händler und sage auf Ultulamidia: Schande über dich! Schande über deine Frau! Schande über deine Kühe! Ach, blutige Edelsteine, sowas also. Ich bin schwer enttäuscht. Eure Fortschritte in Ur-Tulamidia sind wirklich beeindruckend. Ja, das erste Kapitel war Fluchen. Hast du wirklich Kühe gemeint? Ja. Oder Pferde. Stand. Kühe, Ziegen, Pferde. Es gab einen ganzen Abschnitt. Aber ich bin auch erst bei Kapitel 3. Das Buch war doch recht umfangreich. Konnte nicht so gut lesen in der Nacht. Es hat so streng gerochen. Das hat mich abgelenkt. Ah ja. Nein, wir müssen ziemlich geradeaus, oder? Ja, da vorne ist dieser Hügel. Ja, wir wollten zwar erst zur Sphinx, aber nachdem wir nun diesen Kerl mit uns herumschleppen und Yalan ihn unbedingt beim Preios-Tempel vorstellen möchte, dann gehen wir doch durch die Freistadt. Unsere Stadtwache können wir ihn wohl nicht bringen, denn die scheinen ja bis ins Mark bestechlich zu sein. Könnte mir vielleicht noch jemand kurz erklären, unter welchen Umständen wir jetzt diesen Mann erworben haben? Wir haben ihn nicht erworben, Boltax, wir haben ihn einkassiert. Eigentlich ist es so, dass er dafür bezahlt hat, da predigen zu dürfen. Wir haben dafür bezahlt, dass wir keine halbe Stunde warten müssen, bis seine Zeit abgelaufen ist. Ihr Hunde! Ich habe bezahlt! Wer spricht? Bin nicht mehr lange. Hat also doch eure Stimme wiedergefunden. Aber Xamarnath wird euch richten. Ich stopfe ihm das Tuch in den Hals. Und dann kannst du auch direkt wieder das Maul halten. Wer fässt ihn gerade an? Wer trägt ihn gerade? Wer hält ihn gerade? Ich glaube, Jan hat ihn irgendwie hier am Ellenbogen gepackt. Ja, habt ihr ihn sonst irgendwie... Also ihr habt ihn jetzt geknebelt und gefesselt? Also ich hab irgendwie provisorisch meinen Gürtel um die Hände gewohnt. Ich glaube nicht, dass das eine sonderlich effektive Lösung ist. Und irgendwie anderen trägt ihn, glaube ich, an einem einen Ellenbogen, Rafim an dem anderen, durch die Straßen. Ja, ihr könnt sehen, wie seine Augen anfangen, rötlicher zu werden, als ob seine Adern gerade platzen und aus seiner Nase fängt das an zu bluten. Wir dürfen mal eine Magiekundeprobe würfeln, machen wir mal eine plus 12 draus. Borboradianismus würde als Spezialisierung zählen. Ist keine 12 Punkte über. Schade. Rafim hat keine Ahnung. Ach, ganz knapp, ganz knapp. Ja, bei mir auch. Ich schaff's. Ja, Isarun, du merkst, und das sieht wohl auch Boltax, er kanalisiert wohl gerade seine Lebenskraft und würde jetzt anfangen zu zaubern, auf Borboradianisch. Reichweite Berührung. Ich gebe ihm direkt einen Schlag mit meinem Zauberstab auf den Kopf. Ja, wie doll? Also doll oder mach einfach mal einen Schadenspunkt.
Im Prinzip, um seine Konzentration zu stören. Er würfelt mal eine Selbstüberschwungsprobe. Ist natürlich erschwert dann um den Schaden von dir. Ich würde gerne meinen Bernsteindolch an seine Haut halten. Ihn nicht ritzen oder in irgendeiner Weise angreifen. Einfach nur mal als Berührungsfläche auflegen, um zu gucken, ob da irgendwas passiert, beziehungsweise ihn das aus dem Konzept bringt. Ja. Dann würde er auch von mir Schaden nehmen. Ich bin ja ein gewollter Gegenstand. Ja. Er nimmt keinen Schaden, also natürlich, es tockt einmal auf den Kopf von ihm. Du hast einen Kristall oben drauf, oder? Mittlerweile? Nee. Ja, dann schlägst du ihm auf den Kopf. Er versucht sich so ein bisschen zu konzentrieren und du merkst, dass er weiter anfängt zu bluten. Und dann fängt Rafims Hand an zu brennen. Ja, wie stark an zu brennen. Ja, du guckst dir kurz an, das Feuer ist erst rot, dann wird schwarz und dann wieder rot und wieder schwarz. Und es ist wohl jetzt nicht nur deine Hand, sondern auch die Handschuhe, die du trägst. Und es brennt sich langsam, aber stetig nach oben über deinen kompletten Arm. Ja, ich halte ihm die Hand ins Gesicht. Okay, dann mach einfach mal deinen Raufenschaden. Plus 1W3. Also 1W3 zusätzlich wegen dem Brandschaden. Ah, warte mal, ich mache ja plus 4 jetzt, weil ich habe ja TPKK? Nee, ich habe Anatomie gelernt. Bis auf 10. 11. 11? Ja, ich krieg plus 3 aus TPKK, plus 1 aus Anatomie, plus 3. Ach nee, 1W3 hast du gesagt, warte, da muss ich... Genau, 1W3. Dann sind's 10. 2, ja genau. Okay, ja, du hältst ihm die brennende Hand ins Gesicht und sein Gesicht fängt an so ein bisschen zu schmelzen. Du merkst wohl, wie seine Lippen jetzt an deinem Handschuh haften, was weiterhin brennt. Er hat aber mittlerweile aufgehört zu murmeln und also murmeln sowieso nicht mehr, aber du siehst wohl, dass diese Drachenglut jetzt, sie wird zumindest nicht heißer. Ja, ich schlag meine Hand an seinem Körper aus. Ja, alles klar. Kannst mehrere Mal reinboxen, er verliert irgendwann das Bewusstsein. Und ja, dann Material brennt trotzdem weiter. Ja, habe ich das Gefühl, dass die wieder aufhört zu brennen, wenn ich die ausschlage? Oder habe ich das Gefühl, das ist magisches Feuer und was ich da versuche, ist für die Katz? Schauen wir mal, wie lange das anhält. Ich würfel gerade mal seine ZFP-Sternchen aus. Kann ich das mit Merkmalskenntnis, also Elementarismus... Die barbarianische Variante hat kein elementares Merkmal. Weiß. Ja, dann wohl nicht. Also ich muss gerade mal schauen. Normalerweise Objekt, Elementar Feuer, aber die barbarianische Repräsentation hat dämonisch. Und du würdest sechs Kampfrunden lang anfangen zu brennen. Für jeweils 6W3 Schadenspunkte pro Kampfrunde, also 6W6 bzw. 6W3. Danach wird sie aufhören zu brennen und dein Handschuh wird sich höchstwahrscheinlich dann mit Schlacke in den Staubboden ergießen. Wer kauft mir jetzt einen neuen Handschuh? Ich bin mir sicher. Das ist wirklich die Frage. Also, so ein Idiot. Ich nehme an, das war irgendeine Art von Hexerei. Selbstverständlich. In der Tat. Und ein Watterer war für seine Schuld. Bringen wir ihn weg. Natürlich, das ist sogar eine der verbotenen Formeln. Wollen wir nicht vielleicht erstmal, ich weiß nicht, etwas Contines oder so für Rafim kaufen? Er hat doch bestimmt ein paar Randblasen davon getragen. Ich denke, ich habe noch etwas, glaube ich. Ich müsste mal im Rucksack gucken mal. Ah, sehr gut. Gut mitgedacht, Abelmir. Ich kram mal im Rucksack und hol mal ein wenig älteres Contines schon heraus. Das müsste helfen. Trag es sorgfältig auf in der Nacht. Oder jetzt schon, ist schon ein Verband. Ja, eine ganz tolle Idee habe ich mir. Nun ja, hier. Ich drück dir Contines in der Hand und so ein kleines Stück Verbandstoff. Ja, ich würde das großzügig in die nicht betroffene Hand rein tun und dann auf die andere Hand klatschen. Ja, brennt ein bisschen, wenn man es auftritt, habe ich mir. So? Ach, lass mich das mal machen. Du hast doch gesagt, ich soll es einreiben. Kommt mal mit. Ich zieh ein bisschen in die andere Ecke. Mein Herr, ihr müsst furchtbare Schmerzen haben. Wollt ihr ein paar Drogen haben, um die Schmerzen zu betäuben? Nein, geht weg. Cheriatsche. Oh, bei mir. Tut mir leid. Oh Mann. Einen guten Tee. Du trinkst gerne Tee, aber bei mir. Er setzt das Tee in Anführungsstriche.
Willst du keinen Tee kaufen, Abelmir? Nein, nein. Sicher? Na. Halt doch mal still. Ach, jetzt muss ich das ganz normal machen. Jetzt stellt euch doch nicht so an, Abelmir. Meine Hand hat ein bisschen gebrannt, das passiert schon mal. Währenddessen kommt auf Iseron ein Spiegelhändler zu ihr, der Handspiegel verkaufen möchte. Boltax wird mit irgendwelchen Antiquitäten genervt, mit irgendwelchen alten zwergischen Relikten und Artefakten. Du verstehst wieder nur die Hälfte. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Bitte sehr. Oh, ich glaube, das war wieder falsch. Ich habe keine Ahnung, was du da erzählst, Boltax, aber... Das ist ein ganz merkwürdiger Akzent. Wo hast du denn den her? Das stand so in diesem Büchlein. 1001 Geschichte aus Kulchum. Ja, der Händler nickt wohl. Ah, fliegende Teppiche. Er antwortet jetzt wohl mittlerweile auf Utala Media. Ich habe einen Onkel. Ein Onkel verkauft fliegende Teppiche. Ferosef. Komm mit. Scheinbar will er mir jetzt Teppiche verkaufen. Sogar einen fliegenden. Oh. Das sollte euch skeptisch stimmen. Also die sind wirklich äußerst selten. Ja, es dauert Jahrzehnte, einen herzustellen. Und ihr wisst, was das für uns Sterbliche heißt, Boltax. Ja, aber wenn wir schon einmal die Möglichkeit haben, ich würde das gerne sehen. Das wäre doch sicherlich interessant, nicht wahr? Hätte das halt etwas mit elementarer Magie zu tun. Ja, tatsächlich. Das hat das. Abelmir ist bereits auf einem verzauberten Teppich geflogen. Oh, Abelmir. Er ist ja bei Raffin. Lasst uns doch einmal diesen Teppich angucken. Ich weiß, würdet ihr mich vielleicht begleiten? Kennt euch ja besser aus als ich, offensichtlich. Und könnt die Sprache. Abelmir und ich wollten doch später zu Alachami. Wenn ihr einen fliegenden Teppich sehen wollt, vielleicht könnt ihr den von Tomek Aterion bestaunen. Abelmir, du stehst in der Gasse, ne? Mit Raffim? Ja, so nicht in der Gasse, so ja. An der Wand von so einer Gasse. Ja, genau. Es kommen ein paar Kinder auf euch zu und die wollen euch Hunde und Katzen verkaufen. Also große Hunde? Alle Hunde. Nein, danke. Abelmir, wenn du versuchst, mich zu beklauen, dann breche ich dir deinen miesen Hurensohnhals. Was? Wie kommst du darauf? Fleisch? Ja, der wollte dich beklauen. Hundefleisch. Ja, nee, danke. Ich möchte darauf achten, dass die Kinder mich nicht beklauen und wenn sie es versuchen, möchte ich nach ihnen treten. Ja, sie... Also du kannst ja schon mal sowas wie eine Einschüchternprobe machen, damit sie von dir wegbleiben. Du bist sowieso sehr einschüchternd. Es ist allein das um 3. Dann habe ich 9 Punkte. Ja. Also sie bleiben auch... Mit genug Punkten bleiben sie auch von Abelmir weg. Also sie wollen euch wirklich nur Hunde und Katzenfleisch verkaufen. Oder eben auch lebende Tiere. Ganz viel wollt. Ja, Abelmir, du musst viel aufpassen bei sowas. Die klauen. Ich hasse solche Städte. Ja, du musst mal nach Al-Anfa kommen. Da haben wir Rattenmenschen. Das ist doch mal ganz was anderes. Während du ihn mit der Conchines-Salbe eingecremt hast, könnt ihr nach und nach dann wieder zurück zu den anderen kommen, die da ja Spiegel und Teppiche kaufen wollen oder nicht kaufen wollen. Und Zulamin mustert derweil den Bobradianer, der auf dem Boden niedergesunken ist, hat einen gebrochenen Kiefer, einige Zähne verloren, blaues Auge, was er wohl mittlerweile anschwillt und ihn dann noch, zumindest die Sicht von einem Auge kostet, aber tot ist er wohl nicht. Können wir jetzt endlich weitergehen? Noch. Bin ich sicher, Abelmir hat das mit der Salbe ganz wunderbar gemacht und wir haben Straßenkinder kennengelernt. Hört auf, euch mit den Straßenhändlern anzufreunden. Oh nein, die wollten uns beklauen. Macht es schlimmer, nicht besser. Das ist wohl richtig. Ach, lasst uns von hier verschwinden. Erinnert ihr euch noch? In welche Richtung wollt ihr? Priostempel. Priostempel. Gut. Ja, so könnt ihr den Worten von Boltax lauschen, während ihr durch den Bazar geht. Zulamin wird euch dann so ein bisschen führen. Wieder durch verschiedene Häuser hindurch, durch verschiedene Wohnbezirke hindurch, wo man dann einfach durchgehen muss, weil es sich nicht anders anbietet, weil andere Händler mit ihren Sachen aus Holz dann zugebaut haben, irgendwelche Zelte, die im Weg stehen. Könnt dann noch die ein oder andere Familie grüßen, der ein oder andere, der dann noch Prostituierte andrehen möchte. Und irgendwann steht ihr im Yol Toppas, im Sonnenhangviertel. Nun, der Hügel hat seinen Namen nicht ohne Grund.
Ja, da vorne ist die reine Geweihte, die müsst ihr unbedingt kennenlernen, die ist nett. Zu der solltet ihr wohl nochmal hin, wie eure Hand aussieht. Aber mir meint, seine Salbe würde das wohl machen. Oder? Sie müsste noch gut sein, ja. Sie ist schon etwas älter, aber sie müsste noch gut sein. Ja, ich bin ja auch etwas älter, ne? Nun ja. Ich verderb nicht so schnell wie die Salbe, aber gerne. Nun, wo ist denn dieser Tempel? Ich nehme an, es ist das große Gebäude mit der goldenen Kuppel. Ich könnte mich aber täuschen. Ich kenne mich mit preisgefälliger Architektur jetzt nicht so sehr aus, aber mir. Das ist nicht schlimm, Jalan. Da macht dir niemand einen Vorwurf. Die Kuppel ist auch nicht so interessant. Die Kuppel ist selbstverständlich vergoldet und es gibt auch ein großes Minarett, zu dem eine einzige Brücke hinüberführt. Ah, das ist sicherlich dann eine der Brücken der Erhabenen. Ja, wie gesagt, auch mit dem Minarett verbunden ist. Ihr könnt auch sehen, wie dort jemand oben steht und hinunterruft in einer Sprache. Wahrscheinlich ist es Urtulamidia, auch wenn Aureliani hier angebrachter wäre. Und vor dem Praios-Tempel selber stehen noch einige Händler, die wohl liturgische Objekte verkaufen. Sowas wie den Finger von Ukuri oder ein Amulett vom Horas, solche Dinge. Edel lieber Seite oder schubst du sie auch immer Seite, wenn sie keinen Platz machen? Sperre den Barbarianer in den Tempel und schmeiß ihm den ersten Geweihten vor die Füße, den wir sehen. Ja, du kannst sowas wie eine Hüterin der Ordnung erkennen, die einen Streitkolben in der Hand hat, dir zunickt, sie hat wohl eine Augenklappe und einen Köcher auf dem Rücken. Warum auch immer, einen Bogen kannst du nicht erkennen und du weißt auch nicht, was ein Köcher jetzt im Praios-Tempel soll, aber sie hat wohl so ein großes Sonnenauge auf der Brust, auf so einem Lederharnisch. Ja, willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Was soll das? Ehrwürden, wir haben diesen Ketzer hier auf dem Marktplatz gefunden. Am helllichten Sonntag war er am Predigten. Ja. Predigen. Hat er nicht bezahlt? Wie man das sagt, doch. Er hat. Was hat das zu. Was? Ob er nicht bezahlt hat. Steuern, Abgaben. Was hat er gepredigt? Barbaranismus. Die Lehren des Barbara Xamonot, die schändlichsten. Dämonologie und Demokratie. Ja, sehr schändlich. Ah, was machen wir denn jetzt mit ihm? Und auf den Scheiterhaufen natürlich. Das ist doch wohl klar die Todesstrafe. Er hat auch noch unseren Geweihten mit einer seiner Formeln in Brand gesteckt. Ja, das wird teuer. Dann müssen wir mal schauen, ob wir seine Verurteilung auch so ein bisschen abwenden können. Aber er kommt aus Mendena oder wo kommt er her, wenn er jetzt Barbaradianismus predigt? Das sagte der Aufseher, oder? Von Xeran? Die haben viel Geld. Was macht denn das für einen Unterschied, wo der herkommt? Der hat gefrevelt. Naja, wenn er sich freikauft. Freikauft. Was? Nun, irgendwie müssen wir die Sonnenlegion bezahlen. Die Sonnenlegion bezahlen? Selbstverständlich. Irgendwie müssen wir unsere Kriege führen. Eure Kriege führen? Ihr seid wohl nicht von hier, oder? Ich höre es an eurem Akzent.